Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein neuer Teil TikTok Reaction. Wenn du auch in dieses Video kommen willst. Ich erkläre es dir gar nicht. Verplempert viel zu viel Zeit. Unten in der Description steht alles drin. Infobox. Kannst du dich einmal darüber belesen. Und mit etwas Glück bis zum nächsten Video. Tada! Was ist eigentlich hier los? Miss Nikki Minoshop.de, the hottest merch in the game. Shop that now. First link in der Description. Werbung. We all love this. Aber Leute, ich bin einfach verdammt stolz darauf. Darf man nicht mal stolz auf etwas sein? Wenn ihr eine gute Note in der Schule habt, prallt ihr damit doch auch. Lasst mich auch prallen. Jetzt verplempern wir aber nicht weiter Zeit. Sonst heißt es, ich strecke hier irgendwas auf 10 Minuten, für das ich sowieso kein Geld bekomme. Weil TikTok-Reaction wird sowieso nie bezahlt. Alles demonetarisiert. Ihr wisst Bescheid. Und wir sagen, fangen wir an mit dem Video und los geht's. I need my phone. How? Ey, Transitions on Flea. Leider juckt es heutzutage auf TikTok niemanden mehr. Leider, weil das kann nicht jeder. Ich zum Beispiel kann das nicht. Aber ich kann auch jetzt die TikToks nicht. Begabter Mensch. Ich will, dass du mich liebst wie am allerersten Tag. Was ist mit uns nur passiert? Schau mich nochmal an. Ich will, dass du mich liebst wie am allerersten Tag. Ich heule gleich. Ich darf das Lied nicht länger hören. Wie heißt denn das Lied? Ich google jetzt mal kurz, okay? Das hört sich an wie Tom. Tom Twers oder so. Ich kann mir den Namen nicht merken. Sorry, Tom. Kombination mit nur Frostfunktion. Hä? Ich finde das Lied nicht. Ich find's nicht. Ich find's einfach nicht. Ich bin jetzt gerade echt zu faul, weitere 10 Minuten da reinzustecken. Aber das Lied, Girl, Depri-Stimmung ist wieder incoming. Aber es ist okay. Es hat sich gelohnt. Die Müllabfuhr macht alles kaputt. Diese. Ich fand's richtig, richtig schön. Und bei dir sind so die Tränen gelaufen. Ich weiß nicht, ob es was oder so animiert war. I don't know, aber es war richtig emotional. Ich bekomme safe wieder 10.000 Kommentare zu meinem Denglisch. Und meine englischen Aussprache. Jeder sagt immer, mein Englisch ist so scheiße, aber... mein Englisch ist scheiße. Und so wie ich mein Video manchmal Englisch ausspreche, ist nicht beabsichtigt. Ich fand es auf jeden Fall ein richtig, richtig cooles TikTok. Also bitte folgt ihr mal alle, dass ein bisschen wieder nicht so viel weint. Ich zeig dir meinen Helikopter. Denn Bugattis sind für Opfer. Hier auf Malle sind wir Topstars. Liebe pur im Heli. Da kommt die Stimmung auf dem Vasen auf. Aber Mädels, ich bin ein bisschen enttäuscht. Solche Vasen, Fasching, Feier, Ballermann, Lieder. Die müssen wir aus der Pistole geschossen kommen. Und vor allem müsst ihr die Lieder, manchmal so komisch schwäbisch, es tut mir so leid. Vor allem müsst ihr die Lieder richtig fühlen. Es war so ein bisschen unglücklich. Oder zumindest hat es so ausgesehen. Und es war richtig, richtig schade, weil es so ein Sauflied. Und dabei ist man halt 90% glücklich, weil man gerade nicht Deprimo gehört und sich denkt, I'm so lonely. Aber ich muss euch eins lassen. Eure Outfits sind der Hammer und für das Lied wird das Video demonetarisiert. Aber ein lieber Fuck für dieses Kinder-Country oder Bounty, ich weiß nicht, was es war. Kinderschokolade. Bons. Dafür hat es sich gelohnt. Ich denke mal, es war ein Fasching-Outfit. Einmal kurz zum Döner gedreht. Top. Ich fand das TikTok basic. Also ist nicht sonderlich viel passiert. Ja, außer das Lamotion. Ich weiß echt nicht, was er zu sagen will. Aber falls ihr es gesehen habt, habe ich auch so sehr meinen Kopf zu stark gemacht. Und ich habe gerade so einen Nackenschmerz. Deswegen, ich kann meinen Kopf hier nicht rüber. Und ich habe dann so buff gemacht. Ach, egal. Es hat einfach wehgetan. Ich kann sowas nicht. Kennt ihr dieses Klopfen und Streich? Ich kann's nicht. Da gibt's auch diese, ich habe das in der Grundschule, hat unser Lehrer uns das versucht beizubringen, wie man bei mir schwer erkennen kann. Wie geht das jetzt nochmal? Ich kann auch hier streichen und hier klopfen. Ja, das geht besser. Ich war aber noch nie ein King in sowas und dieses Ciao Kakao. Ist halt ein TikTok? Ja. Ciao.
gerade die ganze Zeit Karma, dass ich mich so komisch bewege, ey. Man sieht richtig so diese, nicht TikTok, Musical.ly-Bewegung, dieses. Ich habe das damals so gefeiert, wirklich. Ich habe da immer so viel mitgemacht, dieses. Das ist leider heutzutage nicht mehr so. Aber es ist okay, Zeiten ändern sich. Heutzutage, ne? Vor einem Jahr war es vielleicht anders. Nee, schon ein Jahr her. Mensch, die Zeit vergeht. Aber ich finde es cool, wie du es gemacht hast. Und auch immer diese anderen Outfits oder ich glaube, es waren sogar andere Tage. Das ist immer ganz anders aussah. Fand ich richtig, richtig cool gemacht und hat bestimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Alkohol, nichts gut, diese. Ich möchte niemanden dazu animieren. Aber ich muss sagen, das TikTok ist schon cool geworden. Also, so wie es aussah, ging es euch Ende des Tages nicht mehr ganz so gut. Was ich mir gut vorstellen kann, was ich da alles so ein bisschen gesehen habe. Ich glaube, ihr habt nicht unbedingt alles gefilmt. Ihr hattet euren Spaß. Nee, Daumen hoch nicht. Daumen runter. Das ist kein Alkohol, Leute. Das ist nicht gut. Das tötet Gehirnzellen ab. Und warum sollen wir traurig sein? Keine Ahnung, dicker Baumein. Ich kiff seitdem ich 13 bin. Seitdem hab ich nur eins im Sinn. Du weißt schon, heute ist Kiffen nicht mehr angesagt. Doch ich schaff locker 7 Gramm am Tag. Bruder, der Text. I don't know. Drogen sind nicht gut, diese Leute. 2 TikToks hintereinander, die einfach nicht richtig jugendfrei sind. Was ist los hier? Jetzt wird das Video auch noch auf 18 wahrscheinlich gestuft. Toll. Ich freue mich schon. Ich finde aber, du hast cool gemacht. Du hast eine geile Mimik. Das war so ein bisschen. wie nennt man das? So nicht hinterlistig. So ein verklemmtes Lachen. So. Ach, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es hat ein Wort, aber ich weiß das Wort nicht. Aber ich habe es richtig cool gemacht. Mimik, Text konntest du. Bewegungen konnte man nicht viel dazu machen. Ich glaube, das war Sido. Sido, ich habe die Folge gesehen. Bei Joko gegen Klaas, das Duell um die Welt. Wo du, glaubst, in Jamaika warst. Kein Kommentar nötig. The Vampire Diaries. Die allererste Netflix-Serie, die ich auf Netflix geschaut habe. Und ich fand auch von dir, lieber Leon Davis. Ich glaube, ich hatte dich schon mal in einer TikTok-Reaction. Egal, dein TikTok ist geil. Einfach geil. Kreative Umsetzung, richtig cool gemacht. Ich finde auch dieses im Hintergrund richtig passend. Hab die Töne gerade auf jeden Fall getroffen. Wie spitz sind eure Eckzähne? Also meine sind auch relativ spitz. Ich könnte auch ein Vampir sein. Aber unten ist krasser bei mir. Wie ist es bei euch? Wo ist meine Vampir-Gang? You've been out all night, I don't know where you've been. You're probably getting fucked, you're probably giving head. I don't fucking care at all. Wir vergessen einfach, dass das Video falsch geschrieben war. Das war wahrscheinlich aus Versehen, okay? Nicht haten. TikTok, wir beruhigen uns wieder. Sie hat drunter geschrieben, Beziehungen be like, so nach dem Motto. Also, das soll auf Beziehungen bezogen sein. Aber ich bin in einer Beziehung seit über einem Jahr. Und ich weiß, es ist eigentlich Comedy, aber ich konnte es nicht ganz nachvollziehen. Also wirklich nicht ganz so. Ich habe es nicht verstanden, das TikTok an sich. Aber ich fand es cool, wie du es gemacht hast. Mimiktechnisch ist richtig geil gewesen. Geil. Richtig gut, meine ich. Sorry, nicht geil. Eine coole Idee gewesen. Nur die Umsetzung, da hätte noch mehr gehen können. Ohne irgendwie beleidigen zu wollen. Weil meine TikToks sind auch nicht perfekt. Ganz im Gegenteil. Das war's jetzt mal im Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es allen gefallen. Wenn nicht, dann verpisst euch. Nein, Spaß. Alles gut, wenn man mich nicht leiden kann. Das ist okay, wenn man meine Videos scheiße findet. Das ist okay. Man kann ja nicht das Beste mögen. Es gibt doch Menschen, die mögen keine Schokolade, wisst ihr? Ist halt so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Oh, no. Und bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen.